Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Digimon World 1 again. So, ich habe jetzt rausgefunden, was der Fehler war beim letzten Mal. Tyrannomon kann gar nicht zu Skullgrimmon werden. Das ist der Grund, weshalb es letztes Mal immer fehlgeschlagen ist. Wie viel länger hat er eigentlich noch? So. Jetzt trainiere ich es so, dass es zu einem Megaradamon werden kann. Jetzt haben wir noch geschlafen, dann nochmal einen Tag lang Geschwindigkeit trainieren. Obwohl. Immer noch Hunger. So, jetzt eine Runde gepennt. Und dann wird es fertig trainiert und dann ist die Sache eigentlich gegessen. Auch wenn ich mit den HP dann ein bisschen übertreibe, aber... im Großen und Ganzen ist es mir das wert. Weil dann habe ich endlich das Ultra, dann kann ich es hochtrainieren, um wieder in den Background Endlichkeit zu gehen, damit wir endlich die Gitarmamon und Megaramon in die Stadt bringen können. Wobei, ich habe völlig vergessen, ich habe noch gar nicht Frigimon gemacht. Im letzten Video habt ihr es vielleicht gesehen, aber ich habe ihn Safe-Set geladen, da war es noch nicht gemacht worden. Ja, und deswegen wird das dann wohl auch fehlen. Und so, frisst das. Und noch mehr, weil du ja noch gar nicht satt bist. Noch ein. So. Damit müsste das Gewicht eigentlich schon beinahe passen. Ja. Das ist 12 Tage alt. Das kann schon zu spät sein. Und trotzdem. Und wenn nicht, dann mache ich Frigimon halt nochmal, aber dann sorge ich dafür, dass das nächste Digimon wirklich Skullgrimmon werden kann. Und wird. Nein, es digitiert doch noch. Gut, gut. Yep. Ladies and Gentlemen, wir haben einen Megaramon. So, und jetzt haben wir den höchsten Ausbilder-Level. Legend. Sind wir eine Legende, weil wir den hier haben. Ich habe euch nochmal nachgesehen, Tyrannomon kann nur zu zwei anderen, kann nur zu zwei Ultras werden. Dann habe ich mal in die Liste gesehen, ob es überhaupt bei Skullgrimmon beisteht. Und nein, tut es nicht. Also haben wir jetzt ein Megaramon, das kann Megaton Punch, aber ein Buster Dive dafür nicht. Dafür ist Umkehrprogramm. Und den Dynamite Kick, obwohl es gar keine Beine hat dafür. Wird wohl ein schneller Hieb sein, wenn nicht. Tja gut. Schauen wir jetzt erstmal die Werte an. Oh, ganz nett. Allerdings auch nicht viel weiter über dem, was ich antrainiert habe. Der Angriffswert gefällt mir. Die HP nicht so sehr und die MP auch nicht. Deswegen wird das jetzt noch trainiert. Das ist ein blödes Geräusch beim Fliegen. Deswegen wollte ich das letztes Mal eigentlich nicht so gern haben. Und wie gesagt, das Geflatter der Flügel nicht so viel. Und auch das ist verflucht hungrig. Und hat ein komisches Brüllen drauf. Naja. Kommt ja schon beinahe nach seinem Vater. Nein. Und es ist ein komplett nachtaktives Digimon, muss ich noch dazu sagen. Es ist ein Virustyp und komplett nachtaktiv. Wie doof, dass ich nicht mehr Attacken habe. Aber es kann die komplette Maschinenreihe erlernen. Und das heißt auch schon eine Menge. Also. Ich werde gleich erstmal in ein Turnier reingehen, damit wir ein bisschen Geld zusammenbekommen. Weil ich habe das gesamte Geld für Adlerrettich und Superkarotten ausgegeben. Das kommt normalerweise nicht gut.
fehlen noch bis 6000 hoch, dann mache ich erstmal kurz Pause. Wenn es nicht vorher schon zu müde ist. Lauf, 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 lauf. Die wird sauer. So, extrem müde. Gut, es will jetzt pennen. Hat immer noch Hunger, aber es geht jetzt erst pennen. Das schläft im Fliegen, ja. Ich schlafe auch. Ich schlafe auch immer 5 Meter über der Erde. In der Luft. Und irgendwas drunter. Ein paar Leuten hat es gefallen, offenbar, dass ich Musik laufen hatte, anstatt den Ingame-Sound. Aus Versehen war das allerdings. Also, der Song, der als erstes lief, war Fat Lip von Sum 41. Den konnte ich nicht laufen lassen. Wenn es aber aus dem Grund, dann wäre das Video gesperrt worden oder ich hätte vielleicht sogar noch schlimmer einen Strike gekriegt. Und das wollte ich jetzt wirklich nicht riskieren. Ich glaube, ich nehme noch ein bisschen mehr HP an. Ich dachte also an sowas wie 7000 oder so. Gut, immer so eine kleine Portion dabei zu haben. Hätte ich nicht gedacht. Ja, brüll ruhig rum. Ja, jetzt musst du kacken. Jetzt hast du einen Grund rumzubrüllen, ne? Nein, putz. Das Ding kann wirklich. Abgesehen vom Megadramon gibt es ja noch ein zweites Digimon, das fast genauso aussieht, nur eben Metall ist und Blau. Das heißt Gigadramon. Kreativer Name, wer hat's gedacht. Das kann man allerdings, glaube ich, nur durch Digitationsgegenstand bekommen. Ist also nichts Besonderes eigentlich. Auch wenn es nicht jetzt auch wenn es sich grundlegend schon von anderen Viechern unterscheidet. Aber ich glaube, im Grunde genommen kann es genau dieselben Attacken wie Megadramon. Auch der Name der Super-Spezialattacke von dem Vieh ist nicht besonders kreativ. Der von Megadramon heißt Megahand. Der von Gigadramon heißt Gigahand. Ich glaube, die sehen in etwa gleich aus. Da muss ich aber erstmal eine Runde ausruhen. Und prügel kurz ein Doku nochmal. Damit ich sehe, wie viel Geld ich habe. Ich habe da nämlich mal nicht drauf geachtet. Und jetzt weiß ich auch, was ich gleich als erstes weiter trainiere, bevor ich weiter auf den Vieh gehe. Okay, okay. Ich bin in eine ruhige Phase. Du hast noch Nahkampfangriffe. Oh, da, mein Kick macht gut Schaden. Ah, 599. Ich hasse es, so eine krumme Zahl zu haben. Aus dem Weg, Backermann! Ist voll im Weg. Ah, das mag ich daran nicht, dass die Viecher so durch die Stadt patrouillieren. Stehen total Banane. Kannst du nicht pennen? Nö, aber Hunger hat. Ich werde jetzt allerdings erst etwas zu futtern holen gehen. Meine Flasche heute sind seit Tyrannoman nämlich ziemlich im Keller. Und der wird ja nicht vom Fleisch machen, wenn er abends mal nichts kriegt. Man soll die MP pushen. Nachdem die Intelligenz ein bisschen gepusht wurde. Dann komm mal her. Lernt sehr, sehr schnell. Das hat auch gut Hunger. Ein bisschen hier, ein bisschen da. So.
das er auch schon gemacht. Bei 6000 müssen wir natürlich erstmal wieder scheißen. Ich glaub's nicht, wie viel können die Viecher eigentlich kacken? Ich habe letztens beim Brawl-Turnier von Vecchiano mitgemacht. Ich bin weitergekommen, als ich gedacht hatte erstmal. Aber ich bin voll enttäuscht von mir. Ich habe bei dem Turnier den 4. Platz gemacht. Die erste Runde war gegen Savo, der Finalgegner vom letzten Turnier, das Keanu gegeben hat, das auch wirklich stattgefunden hat. Oh, Saburo war der härteste Gegner, den ich besiegt habe. Danach kam ein Bowser. Also auf jeden Fall danach kamen ein paar Gegner, die waren nicht so schwer. Und dann kam ein Rob, da konnte er besser mit seinen Angriffen spammen, als Toon Link das hier konnte. Ich hatte keine Bewegungsfreiheit mehr. Außerdem war die Stage ziemlich klein, das war Battlefield. Die hasse ich ohnehin. Auch wenn ich da das Turnier gegen Saburo endgültig gewonnen habe, aber Battlefield ist nicht mein Level im Brawl. Ja komm, tun wir noch einmal, scheiß auf, ob du zu müde wirst. Und er wird nicht zu müde. Er hat nur Hunger und will pennen. Immer pennen. Gut, das speichere ich mal ab, dass ich Megadramon habe. Und jetzt gehen wir als erstes in ein Turnier rein. Check mal meine Ausrüstung. Damit sollte ich, wenn ich später dann in den Berg der Unendlichkeit gehe, noch relativ gut durchkommen. Ich muss auch noch in die Toy Mansion wieder rein, weil da ein Animo noch auf mich wartet. Mehr oder weniger wartet. Er hofft ja nicht, mich zu sehen, aber ja. Was haben wir hier? Contest für Ultras. Was ist das? Top Version 2 Digimon, Also es muss wohl auf dem Champion Level sein oder so. Wir tragen uns für das Turnier am nächsten Tag ein. Die Ultras. Sehr gut. Fleisch. Und dann wird nochmal kräftig trainiert. Nachdem wir umgekehrt sind. Könntest du nicht vorhin dran denken, du? Oh, ich mag's nicht, wenn ich da so schon am Klo vorbeirenne und dann müssen die erst ein Gebiet später. Das nervt. Voll die Zeitverschwendung. Du frisst gefälligst. Ich werde die MP so hochpushen wie möglich in dieser Nacht. Vielleicht gehe ich auch noch mal ein bisschen auf die HP. Ich meine, zu viel HP gibt es ja eigentlich nicht. Was, warum gebe ich ihn jetzt? Ach, was soll's. Okay, mal sehen. Jetzt hätte ich ein bisschen mehr direkt die Abwehr trainieren, weil die ist noch unter 500. Ich glaube, es gibt sich, wenn ich die Nacht so durchtrainiere. Es mag vielleicht ein kleiner Aberglaube sein, aber ich glaube, je stärker mein Digimon ist, desto stärker sind die Gegner, die im Turnier auftreten werden. Wobei ich mir da auch nicht so sicher bin selbst.